Liebes Internet, wir müssen reden. Ich glaube, wir haben uns auseinandergelebt. Täglich neue Insider, neue Memes, ich komme nicht hinterher, ich fühle mich alt. Aber das geht nicht allen so. Jeder kennt sie, diese eine Person, die auf Nachrichten ausschließlich mit Memes antwortet. Bei mir ist das Kollege Viet. Es reicht. Niemand darf sich mehr abgehängt fühlen. Bald wissen wir alles über dich und deine Memes, liebes Internet. Los geht's! Mein Name ist Lars und in jeder Folge You and Meme, wegen You and Me, nur mit Memes, präsentieren wir euch ein anderes Meme und erzählen seine Geschichte. Heute schauen wir uns eins an, das ihr bestimmt schon mal gesehen habt. Es ist als Distracted Boyfriend oder Man Looking Back bekannt. Ein Typ, der Händchen haltend mit seiner Freundin unterwegs ist, schaut einer anderen Frau staunend hinterher. Seine Freundin bekommt das mit und ist, überraschenderweise, wenig begeistert. So, aber wie wird das Meme benutzt? Meist schlüpft man in die Rolle des Typen, der eigentlich eine Sache gut finden oder tun sollte, ihn aber eine andere Sache mehr reizt. In unserem Beispiel weiß Viet, dass er eigentlich Sport machen sollte, aber dann doch viel lieber Galileo schauen möchte. Gute Sendung übrigens. Das Netz wurde überschwemmt von diesem Meme. 2018 wurde es bei einer Social Media Preisverleihung, den sogenannten Shorty Awards, zum Meme des Jahres gekürt. Glückwunsch. Aber was ist die Geschichte des Memes? Das originale Foto hat 2015 der spanische Fotograf Antonio Guillem geschossen. Es wurde als klassisches Stockfoto angeboten, so verdient Guillem nämlich sein Geld. Den Erfolg genau dieses Bildes konnte er sich auch nicht erklären, wie auch. Er wusste nicht mal, was Memes sind. Die Models auf dem Foto, die auch auf einigen anderer Bilder von ihm zu sehen sind, mussten ihn aufklären. Übrigens, wollt ihr die Stars, die großen Meme-Stars, mal in Bewegtbild sehen? Krass, oder? Die gibt's wirklich. Als Meme wurde das Bild wahrscheinlich zum ersten Mal 2017 in einer türkischen Facebook-Gruppe für Progressive Rock gepostet. Die Aussage hierbei, Phil Collins hat sich gegen Progressive Rock und für Pop entschieden. Aber, wie wir das von Memes kennen, sind der Kreativität auch hier keine Grenzen gesetzt. Es folgen einige Anwendungsbeispiele. Vor kurzem wurde erst wieder über das Meme gesprochen, weil der Blog Puberty diesen Post geteilt hat. Sind das also wirklich die Personen aus dem Meme 10 Jahre später? Ich muss euch leider enttäuschen, das ist ein Fake. Ein Twitter-User namens John O'Connell hat das Meme aus Spaß nachgestellt, quasi ein Meme-Cosplay. Aber jetzt will man ja schon noch wissen, wie es weiterging mit dem Pärchen und der mysteriösen Fremden. Ne? Gab's Streit? Ging da noch was? Natürlich hat das Netz auch hierfür Antworten gefunden. Nimm dies, Internet. Ja, jetzt kenne ich ja wirklich all deine Memes. Naja, fast alle. Klären wir beim nächsten Mal.